zurück und zeichnen gerade ein Testvideo auf. Das Video wird aufgezeichnet mit einem HTC Sensation, sprich einem Pyramid. Und wir zeichnen gerade auf in Full HD, sprich 1920x1080. Das heißt, wenn ihr auf YouTube seid, solltet ihr auf 1080 unten rechts umstellen, damit ihr die volle Auflösung seht. Und wie ihr seht, wir sind jetzt am helllichten Tag hier unterwegs und die Kamera zeigt mir auf dem Bildschirm, auf dem 4,3 Zoll Bildschirm, sehr flüssig alles an, sehr scharf alles an. Und wenn wir jetzt eine schnellere Bewegung machen, gerade wenn man hier Blätter vor sich hat, sollte man das ganz gut sehen, ob das detailliert ist oder ob das nicht detailliert ist. Da seht ihr das. Ich muss aber sagen, dass das Telefon noch keine finale Software hat. Das heißt, ich weiß nicht, ob es wirklich relevant ist oder nicht, aber das muss man fairerweise sagen, dass das noch keine finale Software drauf hat. Und was passiert eigentlich, wenn wir ein Objekt aus der Nähe uns angucken? Wie zum Beispiel, nehmen wir mal den kleinen Bruder, was vom Design ziemlich ähnlich aussieht. Und ihr seht, eine Scharfstellung ist automatisch nicht da, aber wenn ich raufdrücke, dann ist die Scharfstellung da, nämlich jetzt. Und so sieht das insgesamt aus. Wenn ich das jetzt wegmache, ist die Scharfstellung nicht da, aber jetzt, wenn ich raufdrücke oder den Touchfokus anwende, ist die Scharfstellung wieder da. Und da sieht man das nochmal ein bisschen deutlicher. So sieht es insgesamt aus. Aber vom Ton her nochmal ganz kurz zu sagen, wir haben hier aktive Geräuschunterdrückung. Das heißt, wir haben mehrere Mikrofone, damit das wirklich auch sehr ordentlich sich anhört. Und so sieht es aus, wenn wir einmal in den Himmel gucken, da ist einmal diese Sonne. Seht, dass vom Lichtempfindlichkeit her hat sich da, glaube ich, nicht viel geändert. Die Reaktionen ist immer noch gleich. Gut, es ist aber die Auflösung, die wir jetzt hier sehen. Und ja, erzählt uns ihr, was ihr davon denkt, ob ihr die Kamera gut findet oder nicht. Und wir sind auf eure Kommentare gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald.